Hallöchen, sagt der Manager und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Airline Tycoon 2. Ja, schon ein bisschen her, als ich jetzt die Aufnahme gemacht habe. Was heißt ein bisschen? 1-2 Wochen ist es jetzt her. Das ist nicht die Welt. Ja, und zwar habe ich heute einiges vor. Ich will heute das große Flugzeug kaufen. Ich will unsere erste Großstrecke machen. Ich möchte mich heute ein bisschen mehr auf Marketing spezialisieren und so weiter und so fort, was halt alles kommt. Und ich werde dann nochmal nachlesen müssen, was ich nochmal machen musste, um die gesamten, beziehungsweise dieses Marketing zu erweitern, um eine Möglichkeit zu bekommen, eine weitere. Das hat mir nämlich jemand gepostet, ein lieber YouTube-Abonnent, ist jetzt aber schon 2 Wochen her, deswegen muss ich sagen, habe ich schon wieder etwas verdrängt. Bitte verzeiht mir, aber ich gucke nach, ich schaue mir das noch an, das ist zumindest steht fest auf der To-Do-List für dieses Let's Play heute. Ja, genauso wie auf der To-Do-List eben das steht, dass wir heute die Flugstrecken erweitern. Ich habe mich letztens mit dem Tobi unterhalten, der guckt auch mein Let's Play sehr, sehr fleißig. Hier hatten, glaube ich, schon alles. Wie sieht's denn aus momentan? Wie viel Geld haben wir? 552 Euro. Das ist ja Hammer, ist das ja. Nein, ja, ich habe mich mit Tobi unterhalten nochmal diesbezüglich. Ja, und der schaut nämlich schon fleißig meine Videos, der schaut sie immer noch, muss ich sagen. Ja, also sehr gutes Durchhaltevermögen, Tobi. Den habe ich auch öfter sowas zu tun, quassel immer mal ein bisschen mit ihm oder so. Den kenne ich also jetzt schon ein bisschen besser. Auch ein Dankeschön geht an alle anderen fleißigen Abonnenten, die mein Airline Tycoon 2 Let's Play schauen, nochmal hier an der Stelle. Ich bin ja begeistert, dass das immer noch dass es eine regelmäßige Zahl hat, nach einigen Folgen schon. Und ich versuche das natürlich besser zu machen. Die einen werden es auffallen, ich habe Resident Evil 6 Let's Play entfernt. Jetzt werden sie sagen, warum das denn? Ich habe entschieden, das Problem ist, ich spiele das mit einem Kumpel im Koop ab und an. Dazu finde ich momentan nicht die Zeit. Und einfach, weil ich auch momentan so im Kreativen, beziehungsweise im Wirtschaftssinn bin. Jetzt würde ich mal sagen, mich abonniert heute ein Abonnent aufgrund von Resident Evil 6. Hatte nur 10 Klicks oder so oder 12, ist also nicht die Welt. Das heißt, ich muss dann immer Let's Plays Resident Evil bringen und das Spiel, ich weiß nicht, ob ich es doch schaffe, durchzuspielen. Ist ein bisschen schade eigentlich drum, ich hätte es gerne gemacht, aber ich schaff's einfach nicht zeitlich, beziehungsweise weil ich dann halt zu schnell aus der Story rauskomme und so weiter, wenn ich halt mal länger nicht spiele. Und das ist ein anderer Unterschied bei den Spielen, die ich hier mache. Damit erreiche ich nicht das wahnsinnig große Publikum, aber ich mache was, was nicht jeder macht. Und das ist ja auch immer so eine Sache, das sollte man sich immer durch den Kopf gehen lassen, so kann man das ja sagen, ne? Schön gut, wenn man sagt, hier, ich mache alles, was die anderen machen, ich gehe auf die Mainstream-Schiene, mache alles. Aber mein Ziel ist es eigentlich genau das nicht zu machen. Resident Evil ist ja eigentlich schon ein bisschen Mainstream. Zumindest 6. Ich bin überlegen, ob ich Revelation, das ist ja das Horrorspiel, das geht auch nur allein. Das heißt, wenn ich spiele, spiele ich es auch nur allein. Das ist nicht mit Koop-Modus, dass ich es zweimal durchspiele oder so. Nein, das überlege ich, ob ich das mache. Das ist aber noch Oldschool Resident Evil. Und dann werde ich mir auch die Facecam mal alles ein bisschen angucken müssen, denn da werdet ihr mich wahrscheinlich zucken sehen. Das ist zumindest der Plan. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich schaue mal, ob das wirklich wird. Aber eins steht fest, wir haben das Airline Tycoon 2 Let's Play, das Let's Build Projekt, fleißig angefangen und werden das natürlich auch fleißig fortführen. Und es steht noch einiges anderes auf dem Programm. Zum Beispiel Cities in Motion 2, wie ich schon gesagt habe, das wird jetzt wahrscheinlich doch kommen. Ist halt ein bisschen was anderes und ist halt sehr, sehr wirtschaftsorientiert und das mag ich irgendwie. Aber genügend gequatscht für den Anfang. Man muss ja immer am Anfang schon ein bisschen den Frust loslassen, beziehungsweise das, was einen beschäftigt. Man kann ja auf Arbeit nicht so privat reden, deswegen suche ich ja den Kontakt zu euch YouTubern. Nein, weil ich keine Freunde habe. Nein, Nein, natürlich nicht. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's langsam niveaulos, beziehungsweise wir schauen uns das Ganze an. Wo waren wir denn? Jetzt muss ich selbst mal reinfinden. Ist in Woche 2 her, wie gesagt. Die hatten wir alle ausgereizt, da musste man nicht noch was machen. Wie waren denn die Einnahmen? Die waren gut, ne? Glaube ich, 70. Das ist schon. Man erkennt schon den Unterschied, ja. Und das Witzige ist, wenn wir jetzt einfach diese Airline dann auch kaufen, ja, beziehungsweise diese große Airline machen, kaufen, werden wir einfach so viel Geld verprasseln. Aber ich glaube, wir brauchen noch 2 Tage, das weiß ich noch, um uns das leisten, weil ich glaube, es kostet 600 Millionen oder 700 Millionen ohne Luxusausstattung. Das müssen wir dann auch noch einplanen. Ja. Da müssen wir nochmal gucken, das müssen wir uns nochmal alles ganz genau anschauen. Und ich möchte mal schauen, weil unsere Flugzeugausstattung ist. Denn der Tobi hat recht. Wenn ich mich mal hier gucke, ging das. War das der Tobi? War das? Oder der Reaper? Reaper oder Tobi war das? Ich glaube, der Reaper war das. Genau, der Reaper war das, glaube ich. Und zwar. Warte noch. Es kommt gleich. Da ist es. So. Ja. Interessant, ja. Man hat hier nämlich in der Airline, sieht man nämlich Wartungszustand 86%, Sitzauslastung gesamt 77%, Ausstattung 100%, Verpflegungsqualität 100%. Das heißt, wir machen eigentlich Verpflegung alles richtig und eigentlich,
Ja, Nutzungseffizienz ist halt noch nicht da, beziehungsweise noch nicht das, was am besten ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich weiß noch nicht, wie, aber spätestens dann, wenn wir keine Konkurrenten mehr haben. Was wie bitte? Ja, also klar. Oh, zum Beispiel, schauen wir uns das hier einfach mal an, ja? Das ist ja jetzt nicht so gut, ne? Das ist aber auch, glaube ich, unsere neue. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal, wisst ihr, was wir machen? Genau zum Catering-Service gehen. Jetzt haben wir den Reiseplan. Das ist doch schon angenehmer. Take-off und Bar und Bistro. Ja, dann werden wir uns das große Flugzeug kaufen. Und jetzt, dann haben wir nämlich ein riesiges und wir haben so viel Geld mittlerweile, werden wir uns auch ein bisschen mehr auf. Das heißt, wir werden dann uns schon das erste Last-Minute-Flugzeug sparen. Es wird auch so ein großes sein, ist mein Plan. Wahrscheinlich. Und ein kleines, was wir speziell darauf auslegen für diese Aufträge. Das heißt, wir bereiten das jetzt alles, diese Folge, die nächsten, so ein bisschen vor, ja. Und schauen uns das Ganze einfach mal an, wie sich das alles so entwickelt und wie wir weitermachen. Erstmal müssen wir natürlich unsere Hallo, ganze hallo. Sache Für welche verbessern. deiner Maschinen möchtest du die Catering ändern? Und bisher hat sich noch keiner beschwert, dass ich nur Kampagne spiele momentan. Deswegen Willst du werde ich das das auch so erstmal weitermachen. machen? Denn das macht mir eigentlich auch einen riesen Spaß. Und ich weiß ja, dass es euch auch Spaß macht. Ihr schaut mir ja gerne zu. Ich freue mich da auch riesig. Traue ich mir immer wieder einen Keks. Nein, im Ernst jetzt. Und auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, postet es in die Kommentare. Und dann schauen wir, was wir machen können. Ich werde euch höchstens blockieren. Mehr kann ich ja nicht machen, ne? Nein, Quatsch. Ja. Office hatten wir jetzt geguckt, hatte ich jetzt schon geguckt, ob wir noch Aktien kaufen konnten. Ja, ich bin Tobi unterhalten, genau, das war der Punkt. Und haben uns unterhalten, Mensch, der eine, der so viele Aktien verkauft hat, oder hier, Imperial Airlines, der gehört uns ja eigentlich schon fast, ne? Ne, der hier, der Mambo, ja. Der ist ja schon da, das ist ja, ne, das ist schon ein Stück, der gehört 66 Anteile. Einfach der hier, den werden wir einfach noch ein bisschen rufschädigen. Das ist der Plan von Tobi gewesen. Auch sehr, ihr seht aber, wie gut unsere Jugend ist. Machst du einfach mehr, machst du einfach Rufschädigung und dann. Gibt ja schon irgendwann auf. Hier, ja. Warte, Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Flugzeugtoiletten nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden können. Doppeltoiletten finden Sie in den Airport Lounges. Ach, der Doug. Sehr sympathischer Mensch. Ja, ich weiß es nicht, Doug. Ja, ich weiß schon, aber ich sag nicht, nenne ihn trotzdem so. So. Tag beenden, denn wir brauchen einmal Geld und dann geht es los. Jawohl, wir haben den festen Plan. Verpflegung haben wir gemacht. Jetzt schauen wir mal den nächsten Tag, ob die Verpflegung unserer kleinen Airline besser geworden ist. Bei 34% ist echt nicht gut. Habt ihr das gesehen? War nicht so schön. Da können wir sicher noch einiges machen. Und also unser nächstes Ziel, ich glaube, die anderen zwei haben ja recht gut geschwächt. Wo ich mir Sorgen mache, ist die gelbe Airline, weil die macht ja noch effektiv krass Gewinn, habt ihr ja gerade gesehen. Und wir der Schande darauf, dass das ein Dorn in meinem Auge ist, ja. Und wie gesagt, der Tobi, da sieht man, wie nett die Jugend ist. Das wollte ich ja gerade erzählen. Er sagt, hey Martin, nimm einfach mal so ein Anti-Werbeprogramm und bau Bech hier richtig im Boden. Das machen wir auch. Das kümmern wir uns drum. Das ist doch eine schöne Sache und das, wenn es lädt. Ja, ich weiß nicht, heute ist mein PC irgendwie so einer, der sagt, na ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Gut, alles klar, wir kommen zurück. 620 Millionen. Ich hoffe mal, es reicht wenigstens für das Flugzeug. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Erst müssen wir, sonst vergesse ich das doch wieder. Also, leck. Was los? Nein, okay. Also den werden wir uns als nächstes kaufen. Das ist so ein Dorn im Auge. Der hat zwar eigentlich den geringsten Wert. Der hier ist mir eigentlich doch eher ein Dorn im Auge. Oder der hier. Aber den können wir uns trotzdem holen, weil noch ist er schlagbar. Und ich weiß nicht, wenn er immer konstant nach oben geht und alles richtig macht, ist er ja irgendwann, jetzt kommt es, nicht mehr richtig schlagbar. Das ist ja auch ein bisschen schade, das wollen wir auch nicht. Und warum leckt das denn heute so? Was ist denn da los? Um Gottes Willen. Das ist ja atütütütütü. So. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ich möchte gerne eine neue Maschine kaufen, verstehst du? Danke. Wenn Hallo, Sie möchten, Team, danke. Sie jetzt die Konfiguration so, wir haben hier die Auswahl zwischen der Bon. Wählen Sie dazu der ganz große. Nee, das ist hier von der Kapazität. 442. 610. Und ich würde sagen, wir gehen heute voll auf die Ganzen. Und verbessern. Und jetzt muss ich ja auch mal eins sagen. Ich glaube, es war der Reaper. Ich muss jetzt gucken, ich bin gleich wieder da. Und da sind wir auch wieder. Und es war der Reaper. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, fand ich ziemlich krass. Reaper, danke, großen Dankeschön an dich, ja, wo du gesagt musstest. Ich zitiere einfach seinen Kommentar wortwörtlich. Okay, ich habe nochmal nachgeschaut, wenn du die Nase veränderst und die letzte in der Liste nimmst, kostet dich das Flugzeug.
3 Millionen mehr, aber die Werte verändern sich wie folgt. Circa 200 Wattung, 100 Kilometer die Stunde Geschwindigkeit, 300 Kilometer Reichweite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großen Respekt, dass du das ausgerechnet hast. Das meine ich jetzt wirklich, meine ich jetzt nicht nördlich, aber Dankeschön dafür offiziell. Und da dürft ihr alle Abonnenten mal danken, dass der Reaper so fleißig und auch ihr anderen seid fleißig, aber der Reaper, der rechnet sich das sogar aus und gibt mir die Tipps. Boah, ich war schon ein bisschen begeistert und war auch ein bisschen stolz darauf, dass ich so einen Abonnenten habe. Aber ihr seid alle toll. So, weiter geht's. Sonst heißt wieder, oh, guck mal, der Motti wird wieder sentimental. So, jetzt könnt ihr aber wissen, dass ich die Nase verändere, allein wegen Reaper ähnlich. Obwohl das schon echt scheiße aussieht, ne? Also schön ist anders, ne? Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Das ist warum? Aha. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Was ändern? Also die Reichweite wird ein bisschen weiter. Wartungskosten werden ein bisschen weniger. Jetzt könnte man sagen, oh, die nimmste Geschwindigkeit ändert sich nichts. Die ist aber hässlich. Das nehme ich noch in Kauf. Das akzeptiere ich noch für meine Flugzeuge. Das andere leider nicht. Das sieht einfach zu kacke aus. Ja, ich meine, wenn ich dann so anfange, ja, dann habe ich es schon ziemlich weit übertrieben. Aber die Reichweite ist schon da. Da geht schon ein Stück, ne? Aber das sind, oh, das ist aber, ne? Das ist einfach mal 10.331. Das ist schon eine Menge. Wie sind denn die Wartungskosten da? Schauen wir mal vor dem Vorgänger, bevor ich wieder dann gedisst werde. Jetzt hier. So, 9.254. Allein die Entfernung lohnt sich schon. Das sind 10.000 Meter. Also, sorry, ich werde es jetzt so kaufen. Auch wenn es nicht schön aussieht. Das ist so traurig. Aber es reicht halt ziemlich weit. Und das ist ja mein Ziel. Ich will ja ein richtiges Langstreckenflugzeug hier haben. Das heißt, das muss ich dann auch so machen. Okay. Es wird schon ziemlich krasse Overdressed, ja, also. Aber das ist schon, ne? Das ist einfach mal 200 km/h mehr. Das ist schon. Aber die Wartungskosten werden natürlich extrem, die werden natürlich höher. Muss man natürlich sagen, was ist mir lieber? Will ich lieber eine höhere Reichweite haben? Was, wie ist es jetzt von der Reichweite? Oh, 3000. Ich glaube, wir können einmal mit der WM die Welt fliegen damit, aber ich glaube, das, oh, das sieht aber auch hässlich aus. Leute, schaut euch das mal an. Warum macht man sowas? Liebe Entwickler, es ist ja schön und gut, dass es einen Comic-Look gibt und dass das kinderlieb haben ist. Aber ein Flugzeug so umzugestalten, warum? Ah, egal. Also, okay. Dann würde ich das lieber so machen. Das sieht ziemlich overdressed aus, ist aber nicht unrealistisch. Ganz im Gegenteil, ist realistisch. Naja, gut, ist schon. Also, Achterwind ist schon schnell. Ne? Ist das schon ein Stückchen nur. Aber das ist halt schon eine krasse Verbesserung. Ich meine, dass 500 Euro mehr pro Flugstunde Wartungskosten sind, ist ein bisschen ärgerlich. Aber die Entfernung allein sind 3000 Kilometer mehr. Und die Geschwindigkeit sind einfach 1050. Das sind einfach auch 200 km/h mehr. Das ist schon Kilometer die Stunde. Das ist schon eine Menge, ne? Das heißt, der schafft in 8 Stunden 13.000 Kilometer ungefähr. Jetzt habe ich, glaube ich, ja, okay, doch, es kommt aber nicht so weit ab, wie ich es nicht. So. Ja, ich sehe es schon. Ihr seht, es tut mir so leid, aber es geht leider nicht anders. Ja, gut, alles klar. Ich würde das Flugzeug gerne mal drehen. Das kann ich leider nicht, war ja klar. Oh, oh. Team? Hallo? 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 Nein, das war nicht so Absicht. Ach Gott. Schon traurig. Was tue ich da gerade? Aber habt ihr gesehen, das hat schon über 400 Millionen gekostet. Da haben wir noch nicht die Ausstattung mitgerechnet. Das heißt, dieser ganze Akt wird jetzt schon etwas teurer. Wenn Sie möchten, können Sie etwas ist gut. Er wird deutlich teurer. Ändern. Wählen Sie dazu ein Bauteil direkt am Flugzeug aus. Alles klar. Fertig sind, regeln wir das. Mach mal. So, was hat mir denn gemacht? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Wir gehen jetzt einfach nach der Reihe. Das ist mir alles so. Fangen wir mit der Flugzeugnase an. Also eigentlich, ne? An Sockstutzen. Nee, das war schon okay. Das war, also ein bisschen was müssen wir ja wenigstens nicht ganz so unrealistisch haben. So, die Tragflächen waren schon ziemlich overdressed, aber die waren halt schon gut, ne? Also das hatte halt wie viel ausgemacht? 2000 einfach, ne? Es ist schon gut. Ich sage, wenn wir das Geld haben, müssten wir eigentlich alles aufs Maximum bessern. Hat den Vorteil, wir kriegen das schnellste, aber wir haben auch höhere Kosten, ist wieder die Sache. Das heißt, es lohnt sich dann auch nur, wenn wir wirklich die volle Auslastung haben. Das heißt, dass wir eine Flugroute haben, die wirklich nur wir nutzen und halt alle Passagiere mit einmal am besten transportieren können. Und das werden wir einfach mal angehen. Ja, ich nehme es jetzt. So. Nee, auch nicht. So. 14.000 Kilometer. Das ist doch auch viel zu viel schon. Ich glaube, so weite Strecken gibt es gar nicht, oder?
Dann nehmen wir das, das gefällt mir nämlich optisch ganz gut. Ich muss mich mit den Flügeln schon echt zurückhalten. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, man hat hier Wartungskosten günstigere. Das ist schon. Oh, das sieht so scheiße aus. Ja, gut, okay, jetzt gut, okay, dann können wir hier mal gucken. Die Räder sind ja auch natürlich ultra realistisch, ne? Also ist ja quasi Hammer, ist das ja. Was hat denn das Schub? Das ist Geschwindigkeit, das interessiert uns ja recht wenig Schub jetzt hier in dem Sinne. Wartungskosten werden dann ein bisschen günstiger. Sehr geehrte Damen und Herren, das Einkaufsparadies Meilenstein hat nun auch Stofftiere im Sortiment. Juhu! Für alle, die von den Kuscheltieren an Bord nicht genug bekommen können. Juhu, das ist doch gut. Ja, jetzt könnte man sagen, jetzt könnten wir das nehmen. Ne, wenn wir uns die Verbesserung jetzt anschauen, ist die Geschwindigkeit nicht nennenswert viel. Die Entfernung nicht nennenswert viel. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben 14.000, ne? Die Wartungskosten sind ein bisschen günstiger. Sieht aber schon scheiße aus dann, ne? Das ist halt das Problem. Und der Reaper sagte auch unter anderem, dass man am besten jedes Flugzeug kaufen sollte, nicht klonen sollte, damit man es besser anpassen könnte. Kann man sich echt durch den Kopf gehen lassen, dass wir uns das mal schauen? Ich habe aber Angst, dass ich das Größte nehme, wisst ihr? Das ist immer so eine Sache, weißt du? Ist teuer, nimmst du. Boah, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier bei Kapazität? 720. Da meine Geschwindigkeit von einfach. Oh, das ist schon. Aber reichen 610 nicht pro Strecke? Aber eigentlich wollen wir ja das Flugzeug zum Gewinnscheffel nehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich das Größere nehmen. Aber das Problem ist, dann ist der halt auch 300 Kilometer langsamer. 200 Kilometer die Stunde. Jetzt rechnen wir das hoch. Bei Langstrecken merkt man das. Das fliegt wahrscheinlich sowieso nur einmal am Tag. Von daher. Nehmen wir das einfach mal. Wenn ihr das scheiße fandet, dann könnt ihr mich einfach schlagen. Übrigens, das finde ich schon traurig. Damit kann ich mich optisch vielleicht noch angewidern, aber das ist schon echt traurig. Schön ist anders. Aber egal, was soll's. Ich bin ja ganz cool drauf. So, wir haben unser erstes Wenn Sie Flugzeug. Möchten, können Sie, möchten Sie 502 Millionen.